Hallo Freunde, willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Bevor wir das Video starten, habe ich eine kleine Überraschung an euch, denn ich hatte auch in den letzten Videos angekündigt, dass ich ein Gewinnspiel starten werde. Und wir sind soweit, Freunde, die Überraschung ist da. Ich habe hier ein Scuf Gaming Gaming Controller, ja, der ist richtig, richtig geil. Also ich zeige ihn euch gleich nochmal, ich habe den ausgepackt und schaut euch mal das geile Ding an, Leute. Der sieht nicht nur gut aus und liegt auch perfekt in der Hand. Und der ist nicht nur für FIFA, sondern auch für Shooter gedacht. Der hat hier noch diese vier Knöpfe, ja, die man auch abmachen kann. Aber an sich richtig, richtig geil. Die ist hauptsächlich für die PS4 und fürs PC sozusagen gedacht. Aber demnächst kommt auch für die Xbox auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Da verspreche ich euch natürlich, dass es auch noch kommt. Und ja, jetzt kommen wir zu der ganzen Sache, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst ein Abonnent auf YouTube sein bei mir. Das Video liken und das Wichtigste, Freunde, mir auf Instagram folgen. Und hier ist es irgendwo eingeblendet, denn den Gewinner werde ich sozusagen auf Instagram verlosen. Und ich will natürlich auch die 20.000 hier auf Instagram erreichen. Auf jeden Fall, Leute, das lohnt sich. Die Controller sind auch stinkteuer. Die sind 160, 170 Euro. Und genau, die ist eigentlich auch für mich gedacht gewesen. Also hier steht auch mein Name. Aber ich werde hier, wenn ich das Gewinnspiel mache, auch hier eine Unterschrift von mir geben und dann das Ganze verlosen. Auf jeden Fall Daumen nach oben, Abonnent sein und auf Instagram folgen. So Freunde, wir werden heute das Daily Knockout Turnier spielen, um Nacho Fernandes freizuschalten, der eine ganz gute Karte hat. Gesamtbewertung 88, hat gute Defensivwerte auf jeden Fall. Die 1000 Münzen nehmen wir mit und was wir hier beachten müssen ist, die Team-Gesamtbewertung darf maximal 83 sein und die Startelf und die Auswechsler müssen also Gold sein, darf kein Silber und kein Bronze sein. Und wie mein Team jetzt aussieht, werde ich euch gleich zeigen. Bis gleich. So sieht mein Team aus. Ich spiele heute mit dem monatlichen Rewards. Also ich wollte das ein bisschen schön gestalten und ich wollte die mal ein bisschen testen, weil ich die sehr, sehr wenig gespielt habe. Und also die Karten sehen auch ganz, ganz gut aus. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie viele Tore ich in diesen vier Spielen machen werde. Vielleicht ist einer von euch dabei, der das sozusagen richtig tippt. Und wir starten mal jetzt mit dem ersten Spiel und Lego. Jetzt haben wir Platz mit Willian. Komm, Junge. Zieh durch, Junge. Willian. Oh, schön geblockt hier. Und nein. Jawoll, 1-0. Eriksen, wichtiger Treffer. Schöner Lauf, was hier auf jeden Fall. Dann Eriksen komplett frei und macht das 1-0. Mann, Alter, ich wollte noch das 2-0 machen vor der Halbzeit. Auf jeden Fall, es leckt enorm hier, aber ich führe mit 1-0 und hatte ein, zwei gute Chancen. Und zweite Halbzeit, weiter geht's. Wir laufen mal hier einfach durch. Komm. Komm. Oh, ein zu viel. Jetzt haben wir den Ball. Schön. Und wir machen das 2-0. Ah, schade. Jawoll, 1-0 hier. Schön herausgespielt. Martial. Schöne Doppelpässe hier. Willian. Ey, der hat ihn wieder rausgeholt. Unglaublich. Oh mein Gott, was macht mein Torwart? Was macht der? Schmeichel, Alter. Ich werde den diskarten vielleicht. Mal schauen. Wegen dieser Aktion. So, somit gewinnen wir das Spiel hier mit 3-0. Völlig verdient. Wir haben viel mehr Torschüsse. Wir haben auch viel besser gespielt. Der Typ hat da eigentlich nur 2-3 Longshots oder so. Ja. Wir starten jetzt mit dem zweiten Spiel
Bis gleich. So, mein Gegner hier, er hat hier ein Premier League Team auf jeden Fall. Cheat Son ist am Start. Ja, bin gespannt, wie wir hier das zweite Spiel beenden werden, ja. Ja, 1-0, wichtiger Treffer hier. Der Gegner hat die ganze Zeit auf Ballbesitz gespielt und... aber zum Glück sind wir hier in Führung gegangen. Es leckt hier auf jeden Fall, keine Ahnung woran das liegt. Vielleicht an meiner Leitung. Aber wir müssen hier durch. Vielleicht liegt es auch an den EA-Servern natürlich, weiß ich nicht. Komm, Junge. Schöner Ball hier. Mach ihn, Junge, Martial. Martial, mach ihn, Junge. Schöner Ball gewinnen hier. Komm, Junge. Komm, Junge! Da macht er das 2-0. Martial. Komm, wir dir an. 3-0 hier, wieder Martial. In 20 Minuten auf jeden Fall, 3-0. Davor wieder schön kombiniert und mit Martial in die lange Ecke. 3-0. Ich werde versuchen, das ganze Turnier kein Tor zu kassieren. Ey, der steht da komplett frei auf einmal, obwohl er zu dem anderen spielen wollte. Das habe ich gesehen, wo er den Spieler angewählt hat. Komm, Elien, jawoll! 4-0! Das 5-0 war sehr nah. So, jetzt machen wir den Gegenkonter. Spielen wir mal steil. Was für ein Pass, Junge! Die bekommen, Junge. Der war nice. Schöner Lüpfer hier. 5-0. So, Halbzeit 5-0. Der Gegner spielt, wie gesagt, nur auf Ballbesitz, aber hat 5 Tore kassiert. Und hat nur einen Schuss. Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Spiel hier kein Tor zu kassieren und ins dritte Spiel natürlich zu gehen. Und wie startet man direkt in der zweiten Halbzeit? Dann nehmen wir den Ball. Schön. Spielen wieder und machen das. Oh mein Gott, wir machen das nicht. William, also sein Torwart, hier den Ball rausnehmen. Ich habe Totti Neuer generell im Tor, meine Freunde. Also bei meinem richtigen Totti-Team, aber der hält gar nichts. Haben wir den Ball. Oh, schön gehalten wieder vom Torhüter. Ja, Freunde, somit gewinnen wir auch das Spiel hier mit 5-0. Jetzt haben wir den Ball hier mit Lallana, Eriksen. Wieder zu Lallana. Komm, wir schicken mal Willian. Jawohl. Willian. Spielt wieder zu Eriksen. Eriksen zu Martial. Komm, hier. Und was für ein Tor! Eriksen. Direkt mit den Linken in die lange Ecke. Auf jeden Fall schönes Tor hier. 1-0 hier im Halbfinale. Willian, scharfer Ball hier. Und wieder macht das 2-0, Junge. Oh mein Gott, Alter, wie kann man den halten? So krass, ne? Wie er den Ball gehalten hat. Martial hier wieder. Oh. Gegner hat schön gespielt, aber da kommen wir zur Stelle. Da haben wir den Ball. Oh mein Gott, was macht dieser Schmeichel wieder? Dich werde ich diskarten, Digga. Dich werde ich diskarten. Dich werde ich rausschmeißen hier von diesem Team. Man kann kaum spielen. Schöner Berberspin hier. Oder Hill-to-Hill war das, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare und aber wir machen den nicht rein natürlich. Boah, kuriose Dinge hier wieder. Wir führen 1-0 Halbzeit, aber es musste schon wieder 3-4-0 mindestens sein. Willian. Ich liebe den Trick, aber. Boom! Schön rausgespielt und Lallana macht es 2-0. Wichtiger Treffer hier und wir versuchen natürlich hier kein Tor zu kassieren und das Turnier ohne Gegentor zu beenden. Schöne 1 gegen 1 Situation und wir sweaten mal.
Da machen wir das 3:0, D-Pay. Und schöner Steilpass wieder mit R1-Dreieck und Martial macht den Löpfer und der geht nicht rein. Begovic am Start hier und hält den Ball. So. Schöne One-Touch-Pässe und schöner Steilpass hier an Eriksen. Und wir machen das 4:0. Eriksen! Nein, wir wollten kein Tor kassieren. Scheiße! Scheiße, Mann! Da habe ich leider nicht aufgepasst und kassiere das 4:1. Und wir machen das 5:1 hier. Der Gegner gibt aber immer noch nicht auf. Rituel, schön gemacht hier. Und wir machen das 6:1 mit William. Komm, Junge! Nein! Was ein Schuss von William! Oh mein Gott! Komm, noch ein! Und? Scheiße, Alter! Ey, wenn der erste reingehen würde, das wäre so heftig, ne? Krass! Boah, schöner Lauf, was hier am Martial. Komm, Junge, Martial. Martial, schöner Heel-to-Heel und wir machen das 7:1. So, 7:1 hier. Das Spiel haben wir auch gewonnen und gleich sind wir im Finale, Leute. Das wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Und da ich ein Tor kassiert habe, Freunde, werden wir den Schmeichellauch diskarten. Ich habe es versucht, ohne Gegentor das Turnier zu beenden. Natürlich haben wir noch ein Spiel, aber wir haben ja ein Tor schon kassiert und ich werde gleich den Schmeichel sozusagen diskarten und wir werden einfach mit einem anderen Torwart dann im Tor spielen. Und ja, wir sehen uns gleich beim Diskarten. So, Freunde, hier sind wir wieder beim Team und ich werde jetzt den Schmeichel einfach diskarten, weil wir ein Gegentor kassiert haben und weil er einfach nur scheiße ist. Und Schnellverkauf, ja, und tschüss. So, wir sehen uns gleich beim letzten Spiel im Finale. So, Leute, Finale hier. Und der Gegner hat hier ein Premier League Team. Wir müssen jetzt siegen, auf jeden Fall. So, wir fangen mal direkt offensiv an. Und? Oh! Oh, wir müssen da schießen. Schade. Wir müssten da schießen. Ah, ich habe damit nicht gerechnet, deswegen. Komm, ne? Schöner Ball an William. William, der trifft nicht! William, was machst du, Digga? Ne, William hat keinen Bock heute. Auf jeden Fall machen wir gut Druck und zwingen den Gegner hier zum Ballverlust. Lalana. Eriksen. Eriksen und der geht auch daneben. Fängt er schon mal ganz gut an. So. Oh, da haben wir ein bisschen gelackt und kommen hier durch. Und machen das 1:0 mit Depay. Da hatten wir ein bisschen Glück bei dem Steilpass. Beziehungsweise davor, also vor dem Steilpass, dass wir den Ball da bekommen haben. Aber wichtig, wir müssen auch mal lacken. 1:0. Schöner Steilpass hier an William. William. Spielt scharf rein. Und wir machen das 2:0 mit Lalana. Oh, Halbzeit 2:0 auf jeden Fall verdient. Mehr Schüsse und wir haben auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Der Gegner spielt halt ein bisschen auch auf Ballbesitz, aber nützt ihn auch nichts natürlich, wenn er nicht gewinnt. Von daher starten wir mal direkt mit der zweiten Halbzeit. Lego. Schöne, schnelle Pässe hier. Wie du hier? Boom! Oh! Noch hin, noch, komm, fall bitte. Und? Oh! Schade, Mann! Wie kriegen die nicht rein? Schöner Laufpass. Oh mein Gott. Leeres Tor, ne? Der Torhüter stand auch richtig schlecht. Und wir schießen den einfach daneben. Also, die Eingabe stimmt, aber leider nimmt er sich scheiße an, muss man so sagen. Come on, Jungs. Und direkt allein weiterer Laufpass und Martial. Komm, Junge. Ey, wie hält der den Ball, Alter? Krass. Schöne
Direktpass hier. Und wir machen das 3:0 in der 67. Minute, Leute. Und wir haben unser Ziel weit erreicht, auf jeden Fall. Daumen hoch schon mal. Schön an William. Der spielt zu... Wer ist das? Oh, Memphis Depay, okay. Er hat die Nummer 1 einfach. Das habe ich auf jeden Fall erst jetzt gemerkt hier, dass er die Nummer 1 hat. So, jetzt haben wir den Ball wieder. So, jetzt machen wir schöne Doppelpässe auf jeden Fall. Boah, schön gemacht und wir machen das 5:0 mit Martial. Die kassieren das 5:1 hier aus dem Nichts. Krass, also das Spiel, ne? Er hat kaum Chancen und macht dann auf einmal so ein Kopfballtor aus dem Nichts. Und macht hier in der letzten Minute das 5:1. Kyle Walker. Und ja, Freunde, wir haben hier das Finale gewonnen und konnten hier Nacho Fernandes freischalten. Haben hier noch 1000 Münzen bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, gebt das Video einen Daumen nach oben. Und vergisst nicht natürlich hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach. Ihr abonniert mich auf YouTube, liked das Video und folgt mir natürlich auf Instagram, denn da werde ich hier den Gewinner bekannt geben. Und ja, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.